nur noch den Lago wegbringen. Mhm. Ich muss weiter noch ein paar Schätze finden. Okay, bis bald, Mann. So. Ja, lass uns nochmal zum Sumpf zurückgehen. Hagen, wir brauchen LeChucks Faden. Nee, nicht LeChucks, LeGrands Faden. Genau, wir brauchen. Lies doch mal die Einkaufsliste, Dingsi. Tolle Rezepte aus dem internationalen Markt für Mojo. Seite 139. Tante Usens Spezialrezept für eine Voodoo-Puppe. Etwas vom Faden. Etwas vom Kopf, etwas vom Körper und etwas vom Tod. Das Vierte haben wir. Also Faden, Kopf, Körper brauchen wir jetzt noch. So, Faden, Kleidung. Was fällt dir zum Thema Kleidung ein? Wen haben wir vorhin kennengelernt? Ach, den Wäscher. Genau. Mit dem Zettelchen. Ja, und der hat auch gesagt, was er alles rausmachen kann aus der Kleidung. Blutflecken. Ja, und? Was hast du noch so? Schlamm. Ah. Den ganzen Eimer voller Schlamm. Und der gehört mir. Mir alleine. Mhm. So, lass mich gerade nochmal gucken, ob wir nichts übersehen haben in der Hütte, was wir vielleicht noch brauchen. Weil ganz genau, ist jetzt schon ein Moment her, dass ich gespielt habe, ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Rudere zur Hütte. Ach. Soll ich mal schauen, das haben wir Bücher. Die gebundene Ausgabe von Voodoo Magazin. Glas, Glas, Glas. Satter Touch Piratenpowder, goldene Zunge, Fruchtcocktail in Sirup, Fledermauswachs, Knarz, Warzenentferner. Ja, mein Holzbein juckt. Wurmer. Der Zahn. Was liegt da eigentlich für ein Klumpen Schmutzelbutzel auf dem Tisch? Das Aroma des Voodoos in einer erquicklichen Mischung. Da? Nee, auf dem Tisch. Dem Tisch? Das da. Schädel. Ha. Vorführmodell. Ha. Na, ich glaube, sonst haben wir jetzt im Moment hier nichts. Ich muss mal kurz mich auslüften. Erstmal, ich hab's hier auch immer mit den heißen Kopfbedeckungen, Hagen. Oh. Wenn ihr Hagen mit einer anderen heißen Kopfbedeckung sehen wollt, dann schaut mal bei Historyline vorbei. Da quäle ich den Hagen mit einer Plastikpickelhaube. Ja. Aber das hier ist ja wesentlich besser. Das Ding ist ja auch nur luftdicht. Genau. Wow. Was ich mir hier aber für es euch ist nicht Plastik, es ist Kunstfaser. Kunstfaser ist viel besser als Plastik, weil was ganz anderes. Genau. Ja, was ganz anderes. Hm. Dann gehen wir mal zur Boutique. Gibt's da, der Bärsch in der Mitte hat aber jetzt irgendwie auch keinen. Also, nee, ist nur Deko. So, wir hatten doch Geld bekommen, um Holzpolitur zu holen. Machen wir das doch mal. Ich rede erstmal mit ihm, oder? Ja. Könnte ich etwas Politur bei Ihnen kaufen? Das macht ein Goldstück. Sonst noch was? Ich schaue mich mal ein wenig um. Aber sicher. So, haben wir sonst noch irgendwas Interessantes hier? Arbeitsplatte, Hammer, Nägel. Nimm deine Hände da weg. Ich brauche sie alle. Kannst du nichts nehmen. Holzbein. Geh doch nochmal zu dem Veget. Mal mit dem reden? Mach doch die Schlammgeschichte erstmal. Die Schlammgeschichte? Hm. Nimm den einmal schon über. Oder über uns. Ja, aber wir wollen doch was von Lago haben. Ich dachte, der hat schon was abgegeben, das wir jetzt holen. Nee, also. Okay. Also schon, die Idee geht schon etwas in die richtige Richtung, aber wir müssen Lago mit Schlamm bespritzen, der gibt's dann ab. Wir holen dann was anderes ab mit seinem Zettel und Chaka. Genau so. Ja, ist mir vollkommen klar.
So, benutze Holzkultur auf. Dann muss ich wieder aus meinem Blatt aussetzen, wenn ich hier so. Lass uns kuscheln. Komm. Danke. Hier ist dein Goldstück für deine Bemühungen. Guck mal, wir haben ein Goldstück. Danke. Hier ist ein Goldstück für deine Bemühungen. Also, zum Thema, es gibt mehrere Lösungen. Wir brauchen später Gold. Und man kann auch einfach, glaube ich, hier so lange hunderte Male den hier umpolieren. Okay. Und kriegt dann auch genügend Geld. Aber das, da muss man schon, das machen wir jetzt nicht. So. Wir waren noch nicht. Guck mal, hier ist ein Fenster. Klettern wir mal über die Reling. Wump. Ah! Ist das ein Aff? Das ist der Koch. Der schneidet hier Sachen. Entschuldigung. Nicht stören, ich koche. Entschuldigung. Ich versuche zu arbeiten. Entschuldigung? Ich sagte, lass mich in Ruhe. Benutze Schaufel mit Koch. Schaufel irgendwann mit muss es ja was Koch bringen. Das kann ich nicht schaufeln. So, jetzt haben wir ein Messer. Wofür könnten wir denn das Messer nutzen, Hagen? Du wolltest da vorhin was machen, aber es ging nicht. Das Seil von dem Alligator killen. Ah. Also, benutze Messer mit Seil. Schnapp der Alligator. Ah ne, Alligator weg. Hey, wie ist denn der alte Wadenbeißer losgekommen? Ich muss ihn sofort einfangen. Der hat ja auch ein Holzbein. Bevor er sich jemanden einfängt. Zum Thema Wadenbeißer. Guck mal hier in der Schüssel. Käsereste. Scheint ein guter Emmentaler zu sein. Die Ratte. Ja, nehmen wir mal die Käsereste. So, aber jetzt können wir hier mal zur Tür gehen. Die ist sogar offen. Ich mach mal die Tür zu. Sie bleibt einfach nicht zu. Stellen wir doch da mal einen Eimer mit Schlamm drauf. So, was haben wir sonst hier? Überreste sehen ziemlich alt aus. Sehr, sehr unordentlich. Ich glaube, ich höre Lago kommen. Hey, was zur Hölle? Was geht hier vor? Wer auch immer das war, er wird bezahlen. Ich krieg dieses Ding nicht von meinem Kopf. Aber wenn ich es erstmal vom Kopf habe, wird es jemandem ziemlich leid tun. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Doch. Er sah mächtig wütend aus. Guck mal, jetzt ein Toupet. Da sind überall kleine weiße Schuppen drauf. Nimm weiße Schuppen. Nimm Toupet. Nachttisch, ziemlich abgenutzt. Öffner, Nachttisch. Das geht nicht auf. Ja, sonst. Hier Gemälde. Da kann ich nichts Besonderes erkennen. So wie bei Indiana Jones, oder? Wo aber dann am Ende dann der Futzen dahinter war. Gehen wir mal weiter. Da noch irgendwas? Glocke? Ich kann nichts Besonderes daran erkennen. Gästebuch. Sonst ist da nichts. Gehen wir mal Richtung Wäscherei. Ja, ob Scub Island mittlerweile seinen Wäscher den Schlamm rauswäscht. Nee, umgekehrt. Nee, ja. Du weißt schon. Ja. The Mad Marty. Du machst mich wahnsinnig, Marty. Deswegen nennt man mich auch Mad Marty. Hör zu, ich will es umsonst und heute Nacht. Umgebracht? Wen hast du umgebracht? Ich rede über mein Hemd. Nein, nein, ich bin nicht verklemmt. Ich verstehe, dass wenn einer einen umbringt. Ich sagte, ich brauche es heute Nacht.
Was? Wohin hast du die Leiche gebracht? Das ist ja hoffnungslos. Du da, sag ihm, dass ich es heute noch abhole. Rede mit? Rede mit Matt Marty. Ich würde gerne etwas abholen. Hast du deinen Wäschereizettel, Junge? Ich hab ihn in der anderen Hose. Warum hast du eine Papierhose daraus gemacht? Also wir brauchen den Abholzettel. Ja. Und guck mal, da ist aber die Emmentaler Ratte. Ja. Ja, aber uns fehlt noch was. Eine Schrotflinte? Nee. Also, gucken wir mal. Hier gibt es eine Schachtel. Die kann man aufmachen. So, öffne Schachtel. Und jetzt kann ich da mal den Stock mit benutzen. Aber ich brauche was, um den Stock wegziehen zu können. Also wir brauchen noch ein Seil. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir ein Seil finden. Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr, wo. War nicht bei dem Alligator ans Rand? Kannst du runterseppen, ob du es vielleicht schon hast? Nee, noch nicht. Aber da habe ich auch keins gesehen. Müssen wir nochmal suchen. Irgendwo eins ist. Wir haben ja ein Messer, können eins abschneiden. Nee. Käsereste, da ist kein Seil. Nee. Guck mal, da ist der Wäschereizettel. Das ist auch so ein Rätsel, habe ich ewig gesucht. Weil wer kommt da drauf, die Tür dann nochmal zuzumachen? Nee. So. Also ein bisschen Musik wäre schon schöner manchmal. Also so ja. Ein bisschen Gedudel jetzt wäre schon nett. Ja, wie gesagt, in der PC-Version gibt es da schöne, schöne Hintergrundmusik, die so ein bisschen chillig, launchig. So ganz ohne Musik. Ja, so ja, wobei bisschen. Teil 1 hat es auch nur sehr selten Musik. Ja, gegeben. Aber so ein bisschen wäre jetzt schon schön. Ja, natürlich. Gib Wäschereizettel an Matt Marty. Lass mich sehen, was von Mr. LaGrands Sachen fertig ist. Der hat aber auch ein Kinn. Ich weiß schon, es ist hier irgendwo. Ich hatte es doch noch vor einer Minute. Wo steckt es bloß? Der Papa. Ah, hier haben wir es. Ein BH? Perlweißer BH. Aprilfrisch. Holz. Benutze Holzpolitur mit perlweißer BH. Jawohl. Das will ich nicht polieren. Also wir brauchen immer noch ein Seil. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt alle Zutaten, oder? Oder? Nee, was? Vom Kopf, vom Körper, vom Tod und vom Faden. Ah, vom Körper brauchen wir noch was. Wir brauchen eine Körperflüssigkeit. Jetzt eine Herausforderung nicht mit dem Prügel. Oder du guckst, wo der Alligator ist. Nein. Ach, der Schlotz an der Wand. Lago war hier. Nimm Schlotz an der Wand. Es kommt nicht an die Finger. Danke. Ja, aber wir haben ja hier ein Stück Papier. Wie geht's? Kopf, Körper, Tod und Fahrt. So, wir haben alles. Nur, wo irgendwo ein Seil noch ist. Da ist auch kein Seil. Wo habe ich ein echtes Mondgesicht? Die nicht warm ist. Du hast doch noch die doppelte Beplankung da ich oben. Ich habe ihn etwas und du hast noch lockerer Haare. Gemacht. Dann lass ihn halt erstmal ab. Nein, wir sind kultig. Du hast ja auch den Papagei da noch.
Ja, der Papagei ist noch aus Plüschi. Wird mir ja noch wärmer. Der Geisterpapagei. Der Danke. Passt aber gut ins Bild. Guck mal jetzt auf den. Siehst du, dass das Rot passt schön? Ah. So, ich lümmel jetzt mal hier mehr rum. So, ich lümmel hier du mehr. Lümmel. Mein Papagei und ich will lümmeln. So. Mein Papagei und ich. So, dann geben wir hier doch mal die Zutaten. Ja. Ruder und Ruder. Bin ich halt da, Mr. Threepwood? Wegen dieser Voodoo-Puppe? Hast du mir die Zutaten gebracht? Ich habe dieses Toupet. Nicht gerade ein Teil seines Kopfes. Aber vielleicht kann ich etwas Kopfhaut darauf finden. Hast du noch weitere Zutaten? Ich habe etwas Spucke. Hervorragend! Du kannst das Papier behalten. Hast du noch weitere Zutaten? Ich habe einen Knochen seines Großvaters. Perfekt! Hast du die letzte Zutat? Ich habe dieses perlweiße BH. Ja, das wird es tun. Mhm. Endlich! Nun kann ich eine Voodoo-Puppe machen, die hier einschlagen wird. Ich hole rasch meine Voodoo-Tasche. Die Voodoo-Tasche. Und nun die Zutaten. Eine Schuppe von Largos Kopf. Ein kleines Stück von Largos Fäden. Eine Tropfe Flüssigkeit aus seinem Körper. Ein Stückchen Knochen seiner Toten. Und zum Abschmecken diverse Voodoo-Gewürze, Geschmacksverstärker und naturidentische Aromastoffe. Das könnte gut werden. Das könnte gut werden. 2, 4, 6, 8. Wer wird heute kalt gemacht? Ach, das ist ehrlich. Largo, Largo, ja! 2, 4, 6, 8. Wer wird heute kalt gemacht? Hey, sieht genau wie er aus. Danke, Voodoo Lady. Nur noch eine Sache. Einige der Zutaten waren nicht gerade optimal. Fand ich schon. Es funktioniert, aber nur auf kurze Distanz. Mhm. Du musst nah ran an Largo. Ganz nah. Oh, da haben wir auch Nadeln. Spitz. Wo waren die denn her? Achso, von der wurde. Hm? Sie ist klein, hässlich und guckt böse. Genau so wie der Lago. Ja. Guck mal hier, bespucktes Papier. Es ist leer und ziemlich feucht. Dann würde ich sagen, dann. Lagern wir ihn um. Ja, mal umlagern. Lagern. Oh, wir lagern ihn um den Lago. Genau. Mhm. Largo, Embargo, umlagern. Was ist das eigentlich neben dem Schild, das da rechts neben dran, das Weiße? Dieser Rauchqualm, das da, wo, nee, direkt am Schild, das. Das da, das ist ein Flügel. Ein Flügel? Sieht so, hätte ich jetzt gesagt, sieht so aus wie ein Flügel, oder? Okay. Geht zum Pfad. Dann wollen wir ihn doch mal... Weg. Weg, Lagon. Ich könnte noch mal so ein Nervenlakritzchen brauchen. Dann mach doch. Mein Piepmatz und ich brauchen noch ein Nervenlakritzchen. Damit ich hier wieder unartikuliert ins Mikro nuscheln kann. Ist jetzt leer. Ach, keine Droppe. So, jetzt mussten wir mit der Packung drunter weitermachen. Mhm, ja, leider. Mhm. Wir haben auch noch Nervennüsschen, also. Mhm. Kommt drauf an, wie viel noch eine halbe Stunde es ist. Ja, also ich glaube, Hagen, es geht ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, das Spiel noch. Hm. Also ist knapp. Also es ist knapp, aber noch wag sogar ich nicht zu sagen, nur noch eine halbe Stunde. Hey, was machst du hier drin? Raus aus meinem Zimmer. Er rutscht seine Nadeln mit Lago. Ja, ich wollte doch benutzen. Also benutze Nadel mit Voodoo-Puppe. Mach mir keinen Ärger mehr. Aua!
Nimm dies, du dumme, blöde, geistig schwache Kröte! Was? Wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Ich bin Guybrush Threepwood. Manchmal erkennen mich die Leute nicht sofort. Deshalb habe ich das hier bei mir. Ich reiße dich völlig auseinander! Ach, wie machst du das? Lagola Grunt, du bist ein schlechter, gemeiner Kerl. Ich befehle dir, mein Geld zurückzugeben und die Insel zu verlassen. Ha, ich habe dein Geld schon ausgegeben. Oh. Nun, dann befehle ich dir, die Insel zu verlassen. Versuch's doch, mich. Autsch! Aua! Ah! Das wird dich lehren, mit dem Mann zu spaßen, der den Geist der Piraten LeChuck erledigt hat. Was war das? Du hast LeChuck umgebracht? Eigentlich schon. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Also, die Wahrsagerin sagte, sie hätte LeChuck kalt gemacht. Das sagt sie also. Mhm. Aber hat sie auch dies? Ist das, ja, LeChucks Bart sogar noch am Leben? Lass mal sehen. Junge, der lebt tatsächlich noch. Wir suchen seit Jahren nach einem lebendigen Stück von LeChuck. Mhm. Jetzt können wir ihn wieder zum Leben erwecken. Pass auf, Welch. Der grausamste Pirat aller Zeiten wird bald wieder über die Meere segeln. Und ich bin ja der Meinung, wir sind die grausamsten. Mhm. Ich fürchte, das ist wahr, Guybrush. Wenn Sie auch nur eine lebende Zelle haben, können Sie den ganzen Körper wieder beleben. Aber ich habe ihn doch in Zillionen Teilchen gesprengt. Nicht seinen Körper, Guybrush. Du hast seinen Geist zerstört. Sein Körper war sicher begraben. Oh, aber der muss doch inzwischen verfault sein. Halb verwest. Ja. Aber das stimmt ihn sicherlich nicht wesentlich fröhlicher. Hm. Er wird nach mir suchen. Ja. Er wird mich töten. Ja. Ohne Zweifel. Das kann ich tun. Du tust schon alles, was du kannst. Was bedeutet das schon wieder? Die Suche nach Big Whoop. Oh ja, das hatte ich ja auch noch vor. Big Whoop ist nicht nur irgendein Schatz. Oha. Er ist eine Eintrittskarte in eine andere Welt. Finde diese Welt und du wirst LeChuck für immer entkommen. Aber ich weiß so wenig von Big Whoop. Nimm dieses Buch. Big Whoop. Legende oder Realität? Wo haben Sie das her? Ich habe es aus der Bibliothek von Fat Island. Ich dachte mir sowas. Hervorragend. Ich habe deinen Namen benutzt, als ich es auslieh. Also bring es bald wieder zurück. Mhm. Die Verzugsgebühren dort sind nicht von schlechten Eltern. Hui. Danke. Big Whoop, Legende der Realität. Das ist ja faszinierend. Hier steht, es gab 4 Piraten. Ach nee. Rapscallion, der Koch. Young Lindy, der Kabinenjunge. Mr. Rogers, der erste Mart. Und Captain, guter Gott, Captain Marley. Ob da irgendein Zusammenhang besteht? Sie vergruben den Schatz mit einigen, tödlichen Fallen auf einer Insel, die wahrscheinlich Inky Island hieß. Sie malten eine Karte, die sie in 4 Stücke teilten. Jeder bekam ein Stück. Rapscallion eröffnete später eine Würstchenbude auf Scab Island. Aha. Sie war ein großer Erfolg, bis Rap bei einem Brand in der Bude umkam. Young Lindy streifte ziellos umher, bis er irgendwie eine Menge Geld auf Booty Island machte. Er steckte das Geld in eine Werbefirma, die pleite ging, weil der Fernsehwerbespot noch nicht erfunden ist. Mr. Rogers hat sich auf einer Insel bei Fat Island zur Ruhe gesetzt. Er braute in seiner Badewanne extra starken Grog, verschwand dann spurlos. Captain Marley löste sich während des Wettsegelns um den America's Cup buchstäblich in Luft auf. Er lag in Führung, fuhr in eine Nebelbank und wurde nie wieder gesehen. Wer war denn Marley? Man schreibt erstmal auf America's Cup. Und was hatten wir noch eben? Fernsehwerbespot.
Wer war denn Marley? Und das Schiff der vier hieß übrigens Elaine. Das habe ich ja vorhin schon. Elaine Marley. Ach so. Gouverneurin Marley. Ah, okay. Ja, das habe ich, da habe ich jetzt nicht zusammengekriegt. Ja. Gebe ich ehrlich zu. Ist die Enkelin, glaube ich. Ah.